HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und bei mir in der Zoom-Leitung begrüße ich zunächst einmal ganz herzlich meinen Kollegen Alexander Laux. Moin Alex. Moin lieber Kai. Und heute, kurz vor dem absoluten Topspiel gegen Spitzenreiter VfL Bochum, machen wir natürlich keinen Podcast, sondern einen Podcast. Und dafür haben wir uns eine echte Bochumer Club-Legende eingeladen. Und vorgestellt wird dieser Ur-VfLer, der aber auch schon beim HSV seine Fußspuren hinterlassen hat, von seiner Familie. Hi Schatz, du als Kind des Ruhrpotts hast schon immer viel Wert auf deine Heimat gelegt. Die Currywurst im Pott schmeckt dir am besten, aber die Zeit beim HSV hast du auch sehr genossen. Moin Papa. Als Bochumer Urgestein und HSV-Fan wirst du heute bestimmt einiges zu beiden Clubs erzählen können. Deshalb freuen wir uns heute, die Einleitung zu deinem Podcast zu machen. Ja, herzlich willkommen dem Kind des Ruhrgebiets. Herzlich willkommen, Frank Fanny Heinemann. Willkommen bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr überraschend, die Einleitung. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, soll ja nicht die einzige hoffentlich bleiben. Ja, Kai hat es ja schon gesagt, du warst zwischen 2011 und 2013 beim HSV im Trainerteam aktiv. Du bist aber ja eigentlich ein totales Bochumer Urgestein, ne? Geboren in Bochum, fast dein ganzes Leben, wenn ich das richtig weiß, rund um Bochum gelebt. Du hast bei keinem anderen Profiklub außer in Bochum gespielt und warst auch eine halbe Ewigkeit als Trainer tätig. Also mehr Bochum geht eigentlich nicht. Und deswegen gibt es da eigentlich auch keinen, der uns diese Überraschungsmannschaft VfL Bochum besser erklären kann als du. Ist das eigentlich für dich auch eine Überraschung, Bochum, Tabellenführer, Überflieger der Liga bis jetzt? Ja, also so wie die Saison gelaufen ist und wenn man jetzt auch die ganze Zeit nach der Pandemie, nach dem Break sieht, der VfL eine sehr, sehr überragende Spielzeit seitdem und dass es so gut läuft, hätte ich das jetzt nicht gedacht, aber dass es gut laufen kann, da habe ich schon drauf gehofft und auch konnte man mit rechnen, aber so gut ist natürlich, das ist top momentan. Corona-mäßig gibt es ja leider keine wirklichen Begegnungen mit Fans in der Stadt oder am Trainingsplatz, deswegen kann man überhaupt diese möglicherweise Begeisterung oder auch nicht rund um den VfL in Bochum und da, wo du wohnst, kann man die spüren, kriegt man das mit? Es ist natürlich schade, dass man jetzt gerade in der Phase nicht ins Stadion gehen kann, aber das ist speziell jetzt auch für den VfL, der ja seit 2010 in der zweiten Liga spielt und da vorher die Unabsteigbaren waren. Und das ist natürlich jetzt gerade schade. Man spürt das schon, weil eben das Medieninteresse in der Zeitung und drumherum viel größer geworden ist. Und dass natürlich jetzt jeder hofft, der mit dem Verein hält, dass es dieses Jahr wieder nach so langer Zeit wieder auf in die erste Liga geht. Wann warst du das letzte Mal im Stadion dort? Kannst du dich daran erinnern? Ja, sicher. Ich war eins der letzten Spiele, die noch offen waren. Die habe ich gesehen, ja. Da war ich direkt. Aber seit dem ersten Lockdown kein einziges mehr gesehen? Ja, live nicht mehr, ne? Live im Stadion. So natürlich schon. Also da sehe ich jedes Spiel im Fernsehen. Aber ich meine jetzt live im Stadion, war ich noch beim letzten Heimspiel. Und da ist ja nochmal aufgemacht worden, wo in Bochum dann circa 4.000 Zuschauer ins Stadion durften. Dann war ich dabei, ja. Mhm. Es gibt ja noch jemanden, der ähnlich tief verwurzelt ist mit dem VfL Bochum wie du, der auch beim HSV mal eine ganze Weile gearbeitet hat und der auch noch mit dir befreundet ist. Ich denke, fällt dir nicht so schwer zu raten, wen wir meinen. Das ist der Katze. Katze Zumnick ist einer meiner wirklich besten Freunde, muss man sagen. Und der Katze Zumnick, der von 2003 bis 2007 unter Thomas Doll als Co-Trainer gearbeitet hat, den hören wir jetzt. Ja, liebe Grüße an meinen Kumpel Fanny Heinemann. Bei diesem Podcast, vor diesem wichtigen Spiel, wo der HSV beim VfL spielt. Podcast passt natürlich richtig, denn der Fanny ist wirklich ein richtiger Junge aus dem Ruhrgebiet. Wird natürlich schwierig für uns beiden, weil wir ja eigentlich VfLer sind und natürlich auch eine richtig geile Zeit hatten beim HSV. Das wird nicht einfach, aber ich denke, wir sind VfLer und ich denke,
Es wird eine schwere Aufgabe für den HSV am Freitag. Naja, aber du kannst schon mal das Bier kalt stellen, Fanny, und dann können wir ja vielleicht am Freitag das Spiel zusammenschauen. Eine schöne Flasche Fiegepilz und dann läuft das Spiel. Liebe Grüße, Katze. Tschüss. Also wird das Spiel am Freitag zusammen mit einer Flasche Fiegepilz geguckt bei euch im Haus? Das ist kein Problem. Wir sehen uns am Freitag sowieso, aber auch aus einem anderen Grund. Und dann kann man das natürlich schon vormittags, weil wirklich wir haben viel Kontakt miteinander. Das ist immer so geblieben, auch nachdem er quer durch die Welt gezogen ist. Aber es kann auch gut möglich sein, dass wir dann abends zusammensitzen. Das wäre nicht schlimm. Fiege wird sowieso getrunken. Wenn man schon aus Bochum kommt, dann trinkt man auch Bochumer Bier. Ist das ein Bochumer Bier? Das ist ein reines Bochumer Privat. Das ist eine Privatbrauerei in Bochum. Es ist ein sehr herbes Bier. Ich habe es dann regelmäßig mit nach Hamburg gebracht. Richtige Abnehmer habe ich in Hamburg aber nicht gefunden. Okay. Wobei Jever ist ja auch schon herb, aber Fiege ist noch ein bisschen herber. Ja, Jever wird ja eher noch weiter im Norden getrunken. Ja, ich weiß, dass es kein Hamburger Bier ist, aber deswegen, wenn wir schon mal oben im Norden sind und was ähnlich ist wie Fiege, dann kann man sich so ein bisschen Jever vorstellen, aber Fiege ist noch ein bisschen herber. Wir machen natürlich keine Werbung für Biersorten. Ach so, Aber Radler kann ich gut empfehlen. Ja, ich wollte nur einen Vergleich ungefähr, weil das ist eine Privatbrauerei und die eigentlich nur im Dunstkreis von Bochum verkauft wird. Magst du erzählen, was ihr, wenn du sagst, ihr trefft euch sowieso am Freitag, was ihr zusammen macht? Also habt ihr irgendwelche Projekte zusammen? Na, Projekte wäre übertrieben. Jetzt Freitag ist es mehr eine private Geschichte, die jetzt vielleicht hier jetzt keinen Platz hat, aber sonst machen wir schon ein paar Sachen. Wir sind mittlerweile im Alter gekommen, wir haben beide gerade Zeit und letzte Woche waren wir mal zusammen mit unserem alten Kollegen Walter Oswald, der auch lange beim VfL Bochum gespielt hat, und dann haben wir uns mal zusammen getroffen und waren wandern. Soll man nicht glauben, aber wir waren alle drei zusammen wandern, war ganz lustig, da, als das Wetter noch so toll war. Ein bisschen Proviant mitgenommen und auch da war ein kaltes Blondes dabei. Sag mal, Katze hat die Frage ja für sich relativ einfach beantwortet. Wofür sein Herz schlägt, ist es bei dir ähnlich gelagert? Ja, ich meine, du hast es vorhin schon gesagt. Ich bin in Bochum geboren. Ich bin insgesamt jetzt fast 45 Jahre Mitglied und war 37 Jahre bei dem Verein aktiv. Also ich glaube, Urgestein oder jemand, der sein Herz für den VfL Bochum hat, den sowas verliert man natürlich, wenn man selbst 56 Jahre ist, davon 45 Jahre im Verein, 37 Jahre für den Verein gespielt und gearbeitet, dann ist das klar, das ist mein Verein Nummer eins. Das werde ich auch nie verleugnen. Ich wohne hier noch im Revier, nicht mehr in Bochum, das waren andere, sondern in Witten, aber das ist quasi, das geht sowieso alles hier eins im anderen über. Also da weißt du nicht, ob du in Dortmund, nicht weit weg von Dortmund. Ja, eigentlich so dazwischen, wenn man will. Also wenn du in Bochum Langendreher bist du auch im nächsten Augenblick in Wittenhäfen und das geht alles übereinander. Also wenn du die Schilder nicht sehen würdest, ist es so ähnlich wie die Stadtteile halt in Hamburg ineinander übergehen, so gehen hier die Städte ineinander über. Jetzt wollen wir, ist in diesem Moment aber nicht wirklich dein Herz gefragt, sondern eher deinen Kopf gefragt. Du kannst mal versuchen, vielleicht uns eine Erklärung zu geben, warum der VfL in der Saison so stark ist, wie er ist. Also es gibt mehrere Gründe. Einmal ist die Mannschaft, das sieht man eindeutig, sehr, sehr gut eingespielt. Die meisten der Jungs haben schon im Jahr davor zusammengespielt, was auch gerade in der Vergangenheit gesehen hat, dass Mannschaften, die lange zusammenspielen, sehr erfolgreich in der zweiten Liga sein können. Sie machen viele Dinge gerade richtig. Ich glaube auch, ohne dass ich kann ja auch nicht zum Training oder so. Thomas Reis hat das bis jetzt ausgezeichnet gemacht. Er hat die Jungs wirklich richtig zusammenbekommen, weil er hat ja auch Aktionen gehabt, wo er einen Schul, der jetzt überragend spielt, auch mal draußen gelassen hat, weil es ihm so nicht gepasst hat. Und da hat er schon in einer Phase, wo es wichtig war, um die Mannschaft vielleicht noch näher zusammenzuholen, auch mal den ein oder anderen Spielern gezeigt, es geht nur zusammen und hier kann nicht jeder sein einzelnes Ding machen. Und der Erfolg spricht letztendlich für ihn. Und ich bin wirklich sehr positiv eingestimmt, weil es eine fest zusammengespielte und eingespielte Mannschaft ist. Und so, was man mitkriegt, auch intern alles stimmt. Und das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen, letztendlich am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Mhm.
Was aber irgendwie auch auffällig war, von außen betrachtet, vor dem ersten Lockdown waren Bochumer ja nicht so gut, dann kam die Pause. Und als es dann wieder losging, sind sie ja richtig durchgestartet eigentlich. Sie haben noch einen guten Platz belegt, 7., 8., glaube ich, und sind dann jetzt auch nochmal eben, konnten diesen Lauf eigentlich fortsetzen. Hatte man da irgendwas mitgekriegt, was da in dieser Pause passiert ist? Also, nein, jetzt wird jeder sagen, sie haben intensiv gearbeitet, sind mehr zusammengekommen, das sind ja immer so die Floskeln, die kommen. Genau. Was man aber merkt bei der Mannschaft, sie hat in der ganzen Zeit auch mal ein schlechtes Spiel gemacht, aber wirklich nur immer eins. Wenn sie ein schlechtes Spiel mal gemacht haben oder ein schlechteres Spiel gemacht haben, haben sie das sofort am nächsten Spieltag revidiert mit einer guten Leistung, mit einem guten Ergebnis. Also sie hatten nie seitdem eine Phase, wo man mal sagt, da waren mal 2, 3 Spiele, die nicht gut waren, und sie haben da sofort immer wieder eine Reaktion gezeigt. Und das spricht auch für so eine Mannschaft. Sie haben so 2, 3 Auswärtsspiele, ob in Hannover, in Braunschweig, die waren nicht so toll, aber man hat eine Woche später sofort wieder die Mannschaft gesehen, die auch vorher auf dem Platz gestanden hat, als es lief. Du hast eben schon kurz... Ja, Entschuldigung. Ja, nee, und was Bochum gerade auch auszeigt, sie haben... Simon ist ganz toll. Simon ist für mich ein überragender Stürmer. Da hat der HSV alles richtig gemacht. Sieht man auch wieder an seiner Quote. Die ist ja gigantisch in der zweiten Liga. So eine Quote gibt es ja nur in der ersten Liga von Lewandowski. Über so viele Jahre ja auch. Nur der VfL hat das so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass du mehrere Leute hast, die treffen. Und auch Danny Blum war jetzt ein paar Wochen weg, ist aber wieder da und trifft. Dann ist Jule, dann ist Zoller. Zoller ist momentan angeschlagen. Also sie haben mehrere Leute, die da auch erfolgreich sein können. Und das ist auch schon mal in vielen Mannschaften nicht schlecht. Zoller hat ja im letzten Spiel gefehlt. Weißt du schon mehr? Wird der am Freitag spielen können? Du liest ja wahrscheinlich auch die Lokalzeitungen und sowas. Ich weiß nicht, ob das schon feststeht oder ob das immer noch gehofft wird, dass er einsatzfähig ist. Also wir sind ja jetzt Anfang der Woche und da kann sich natürlich noch ein bisschen was tun. Aber ich glaube, er ist momentan noch nicht im Mannschaftsplan. Mhm. Auf wen muss denn der HSV deiner Meinung nach besonders aufpassen? Robert Zui hast du schon angesprochen, ist sicherlich in dieser Saison vielleicht mit Kiels Lee zusammen, gegen den sie gestern am Montag gespielt haben, einer der besten Offensivspieler der Liga, dann eben Zoller. Also auf wen müsste aus deiner Sicht der HSV besonders aufpassen? Ja, der VfL ist ja einmal extrem schnell über seine offensiven Außen, über Holtmann und Blum. Haben da auch noch alternativ, auch als die Verletzungen da waren, haben schnelle Außenstürmer, Leute, die über Außen kommen, haben 2 gute und agile und zweikampfstarke und fixe Außenverteidiger. Gamboa fällt aber jetzt aus, rechter Außen und Suarez. Da sind sie sehr gut besetzt. Und haben dann ein sehr erfahrenes Mittelfeld, wo wir gerade schon gesprochen haben, plus die beiden Sechser mit Robi Tesche, den ich ja damals auch noch in Hamburg hatte. Und Anthony Lucia, die sehr viel Erfahrung haben eine gute Qualität bei Standards. Also der VfL ist wirklich gut aufgestellt, haben einen sehr gut mitspielenden Torwart und haben 2 blutjunge Innenverteidiger, die brutal schnell sind. Also das ist schon eine Mannschaft, die hinten in der Innenverteidigung blutjung ist, die 2 erfahrenen Außenverteidiger, okay, Gamboa fällt aus, einen sehr erfahrenen Torwart haben, der fußballerisch, glaube ich, der stärkste ist in der Liga, also der auch immer im Spielaufbau mit eingebaut wird, haben schnelle Außenstürmer und sind eben auch mit mehreren Spielern vorne im Zentrum erfolgreich. Und es ist eine gute Mannschaft. Und deswegen sehe ich das auch sehr positiv für den VfL Bochum in der ganzen Saison und nicht nur bezogen jetzt auf das Spiel am Freitag gegen den HSV. Du hattest eben gerade Simon erwähnt. Den hattest du damals auch beim VfL trainiert, oder? In Bochum, ja. Ja, den haben wir damals von Union geholt. Der Peter war Trainer, Peter Neuro war Trainer. Und den haben wir da zurückgeholt. Was heißt zurückgeholt? Ja, zurückgeholt in den Pott. Da war er ja schon mehrmals in Düsseldorf. Ist jetzt nicht der Pott, ist Rheinland, aber auch nicht weit weg und beim MSV Duisburg. Und der hat auch bei uns direkt sofort eingeschlagen. Und das ist einer der ganz wenigen Stürmer, die mit dieser Qualität, die er hat, das ist wirklich noch ein zentraler Mittelstürmer. Ich glaube, wir täten uns schwer, heute hier irgendwie 4, 5, 6 zentrale Mittelstürmer wie Simon aufzuzählen in Deutschland. Das Entscheidende muss nur sein, man muss ihn auch dementsprechend bedienen. Das ist ein Mann, der in der Box seine Tore macht und dann muss der Ball rein und dann ist er brutal gefährlich.
War der eigentlich damals in Bochum schon genauso, wie er jetzt in Hamburg ist? Also in Hamburg natürlich fällt er auf, weil er quasi in jedem Spiel trifft. Das ist toll. Aber er fällt vor allen Dingen ehrlicherweise auch deswegen auf, weil es gibt so viele Kleinigkeiten. Wenn ihm was nicht passt, nach einer Ecke für den Gegner, dann kommt er von ganz hinten angerannt und sagt Wagnermann Bescheid, warum er da falsch gestanden hat. Oder nach dem Gegentor ist er der Erste, der den Ball aus dem Tor rausholt, auf den Anschlusspunkt setzt. Also der geht voran, so wie man das im besten Sinne in der Mannschaft kennt. War der da schon genauso oder hat sich das über die vielen Jahre entwickelt, deiner Meinung nach? Also er war damals bei uns schon jemand, der jedes Spiel gewinnen wollte, der im Training alles gegeben hat, der sehr diszipliniert trainiert hat, der immer alles versucht hat, damit die Mannschaft gewinnt. Und wir hatten eine viel, viel schwierigere Situation bei uns in Bochum damals. Und er ist auch jetzt zum HSV gekommen, um aufzusteigen, definitiv. Er geht voran, dafür hat er das Alter auch mittlerweile. Er ist sehr umgänglich, für einen Trainer sehr umgänglicher Typ, mit dem man sehr gut arbeiten kann, der... Ja, sind dann natürlich auch Zeichen, zu setzen, ja, Jungs, wir müssen in der Defensive aufpassen und wir müssen natürlich letztendlich dann, wenn wir mal ein Tor kassieren oder wenn wir, es geht weiter, das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und das ist Simon. Simon ist ein komplexer Stürmer und in der zweiten Liga gibt es sowieso keinen besseren in den letzten Jahren. Das ist einfach so. Und beim Stürmer, ich bin nicht immer einer, der immer alle Daten nimmt, aber für einen Stürmer ist es natürlich schon wichtig, wenn man lesen kann, wie viele Tore er geschossen hat. Und das ist einzigartig. Und die mache ich mal vielleicht mal eine halbe Saison, da habe ich mal einen Lauf. Aber bei ihm ist es über Jahre, dass er über 20 Tore macht in der zweiten Liga. Also deswegen ist Simon da. Ich hab ihn auch damals geschrieben, als er zum HSV gegangen ist und habe ihn gratuliert, dass er zum HSV gegangen ist und hat einen guten Verein und der HSV hat einen guten Stürmer gekriegt. Es kann ja sein, dass Simon den HSV nach oben schießt und Zoller zum Beispiel unter anderem eben den VfL nach oben. Und zu dieser hypothetischen Konstellation hat jetzt auch ein Freund von dir, Katze kennt ihn auch ganz gut, eine Frage, nämlich Peter Neururer. Lieber Fanny, du weißt wahrscheinlich ganz genau, dass ich weiß, dass du mein bester Mitarbeiter aller Zeiten warst. Aus dieser Zusammenarbeit ist sogar eine Freundschaft entstanden und wir machen ja die ersten Sachen. Auch wenn man ab und zu nicht nach Alaska rein darf, aber wir bringen die irreste Sache überhaupt, bringen wir zu Ende. Vor allem jetzt eine Frage von mir. In deinem neuen Leben wirst du Fußball-Cheftrainer. Das hättest du eigentlich immer werden müssen. Und du hast die Wahl. Du kannst mit deinem ganzen Wissen, mit deinen ganzen Gefühlen, mit allen Emotionen, also mit allen Dingen, die man sich vorstellen kann, entscheiden. Bei einem Verein Bundesliga-Trainer zu werden. Welchen Verein nimmst du? VfL Bochum oder HSV? Bis dann, liebe Grüße, Peter. Ja, das war die Gewissensfrage von Peter Neururer. Und wissen, Bochum oder HSV? Ja, ich weiß ja, wo ich jetzt gerade auf Sendung bin oder im Podcast bin. Aber ich glaube, alle Leute, die den Podcast von Anfang an gehört haben, wissen... kennen die Antwort. Kennen die Antwort. Das hat immer was damit zu tun, wo man groß geworden ist, wo man lange war. Und die Zahlen habe ich vorhin gesagt. Ich glaube, das gibt es ja so auch nicht mehr. Und, von der Jugend an gespielt, dann auch bei der zweiten Mannschaft erst gespielt, dann bei den Profis gespielt. Dann, ich war sogar der erste offizielle Fanbeauftragte vom VfL Bochum. Ich war im Nachwuchs tätig. Ich habe im Scout-Bereich zum Schluss nochmal mitgearbeitet. Also ich habe da Nachwuchsleitung gemacht. Also Interimstrainer. Ja, ich habe beim VfL Bochum so vieles gemacht und das ist nun mal meine Heimat. Aber meine zweite Heimat ist der HSV geworden und ich hatte zwei überragende, tolle Jahre. Leider im zweiten Jahr sind wir Siebter geworden. Heute wäre man vielleicht gerne Siebter in der ersten Liga. Da haben wir zum Schluss leider die Qualifikation verbaselt in den letzten 3-4 Spielen. So wären wir dafür auch nochmal europäisch geworden. Aber ich hatte, vor allem habe ich auch ganz, ganz viel beim HSV gelernt, muss ich sagen, weil ich lange ja in einem Verein war und erst mal was Neues gesehen habe. Und da konnte ich auch viel lernen beim HSV. Bevor wir gleich noch ein bisschen ausführlicher über den HSV reden, noch mal kurz nachgefragt. Du hast es eben auch schon angesprochen. Du hast eigentlich als Interimstrainer mal so richtig an vorderster Front, aber selten gearbeitet. Ist dir das
einfach eine Rolle, die dir besser liegt? Hast du auch mal gedacht, Mensch, schade, dass es eigentlich nicht mal anders gekommen ist? Wie siehst du das auch gerade rückblickend oder auch für die Zukunft ausgerichtet? Ja, die Zukunft ist ja, ich bin mit 56, um jetzt nochmal zu sagen, ja. Ich glaube, ich habe irgendwann den Absprung verpasst. Ich habe früh 1998 meinen Fußballlehrer gemacht. Da war ich gerade 33, also da nach meiner aktiven Zeit als Spieler. Und dann war ich Co-Trainer und bin da auch immer Co-Trainer in Bochum geblieben, so dass der Verein mich immer gerne hat weiter beschäftigt und es sind neue Trainer gekommen. Und ja, irgendwann ist dann der Zeitpunkt. Letztendlich habe ich die Chance beim VfL Bochum nur zweimal bekommen. Das heißt nur, ich habe sie zweimal bekommen. Einmal in der ersten Liga, da durfte ich 4 Spiele machen plus ein Pokalspiel. Da ist dann ein Trainer geholt worden. Und einmal, als sie Peter freigestellt haben, da habe ich dann nochmal 3 Spiele gemacht. Da war aber auch schon klar, dass ein neuer Trainer geholt worden oder geholt wird. Da habe ich die 3 Spiele noch bis zur Winterpause gemacht. Länger hat man mir da nicht die Möglichkeit gegeben und dann ist auch irgendwann mal der Zug abgefahren, dann, sag ich mal, ist man der ewige Co-Trainer. Also in Hamburg warst du ja der Co-Trainer von Michael Oenning, dann von Thorsten Fink, die werden wir übrigens beide auch heute noch hören, aber zunächst mal genau zu dieser Frage, die wir jetzt eben gerade aufgeworfen haben, gibt es noch einen ehemaligen HSV-Spieler, der genau dazu eine Frage an dich hat? Moin, moin in die Runde. Ja, moin, Fanny. Schön, dass du mal wieder bei uns bist hier in Hamburg. Erinnere mich an unsere Zeit unglaublich gerne zurück. Und da geht auch ein bisschen meine Frage in diese Richtung. Der Trainer steht immer sehr im Fokus oder auch die Spieler. Aber ich weiß selber, oder für mich ist es zumindest so, dass Co-Trainer eine ganz besondere Rolle auch haben und sehr, sehr wichtig für so ein ganzes Gefüge eben sind. Aber ich glaube eben, dass das vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil die anderen natürlich immer mehr im Fokus stehen. Deshalb vielleicht mal aus deiner Rolle, Fanny, was macht so einen richtig guten Co-Trainer auch aus? Welche Rolle sollte er einnehmen und wie siehst du es selber? Weil ich weiß, und dazu gehörst du, zu einem der Besten, die ich zumindest hatte und freue mich, dass du bei uns bist. Euch eine schöne Runde und bis ganz bald. Ja, Co-Trainer, ist das eigentlich ein guter Begriff, um die Tätigkeit mal zu beschreiben? Und was zeichnet ihn aus? Das war übrigens Marcel Janssen. Ja, ich habe lange überlegt, aber habe dann, ja doch, hört sich hier durch die kleinen Kopfstöpsel ein bisschen anders an, aber habe dann doch, also als Co-Trainer wird man ja auch nicht geboren, weil als Cheftrainer, da wächst man rein und das habe ich dann auch irgendwann mal gemerkt, dass es mir sehr gut liegt. Also es gibt 2, 3 Dinge. Einmal ist es Loyalität zum Cheftrainer ist erstmal das erste Gebot, weil die Trainer untereinander können verschiedene Meinungen haben, aber wenn man aus der Trainerkabine rausgeht, dann spricht man eine Sprache. Das ist die vom Chef oder die man vorher abgesprochen hat, um letztendlich dann auch erfolgreich zu sein und dass auch jeder merkt, dass das Trainerteam auch funktioniert. Wichtig ist als Co-Trainer auch, die Verbindung zur Mannschaft zu haben. Das heißt, als Co-Trainer bist du ein bisschen näher an der Mannschaft dran. Und dann muss die Mannschaft aber auch merken, dass du nicht derjenige bist, der die Mannschaft aushorchen will, sondern dass du einfach mal dabei bist und reinhörst. Und auch wenn mal da Sachen erzählt werden, die der Chef vielleicht nicht hören, dann muss man die auch nicht direkt weitergeben. Also es sind schon wichtige Dinge, die auch außerhalb des Trainings normal laufen, um da ein gutes Gefühl zu kriegen. Wie es ist. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss man auch wissen, man ist Co-Trainer. Das, was ich gerade gesagt habe, Loyalität. Ich bin Co-Trainer, das ist mein Job, da habe ich einen Vertrag unterschrieben. Und mein Job ist es nicht, den Cheftrainer zu hinterfragen oder seinen Job zu übernehmen. Und das war mir immer wichtig. Und das sieht man auch in meinem ganzen Werdegang. Als ich dann damals, als mich Norbert Meyer dann später dazugenommen hat und wir waren in Darmstadt, da war ich Norbert Meyer sehr dankbar, dass er mich dazugeholt hat, weil wir vorher auch nicht zusammengearbeitet haben. Und wir haben alles besprochen. Letztendlich hat man sich von Norbert Meyer getrennt. Man hätte mich auch weiter behalten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war der gleichen Ansicht wie Norbert Meyer. Wir haben da die Entscheidung getroffen. Letztendlich hat er sie getroffen, aber wir haben sie zusammen besprochen. Und dann ist es auch für mich ein Zeichen zu sagen, okay, wenn es nicht geklappt hat, dann hat es auch mit mir nicht geklappt.
Und das sind so Dinge, da muss man schon als Team gut zusammenarbeiten. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin mit meinem Cheftrainer mehr zusammen als mit meiner Frau. Und das ist der Fall. Und dann sollte es auch ein vernünftiges Verhältnis, ein gutes Verhältnis sein, vertrauensvolles Verhältnis sein, was man mit seiner Frau eigentlich auch haben sollte, um dann auch letztendlich mal ein bisschen länger zusammen zu bleiben. Und das sind also neben dem Normalsportlichen, neben dem Fachwissen, neben dem Analytischen, neben den Ausarbeitung von Spielen und Vorbereiten zum neuen Spiel, sind, glaube ich, die Dinge drumherum für so einen Trainergespann ganz, ganz wichtig. Weil wir jetzt eben gerade Marcel Jansen gehört haben, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass du ihn trainiert hast, aber hättest du dir damals vorstellen können, was er für einen Werdegang geht, nämlich mit 29 Fußball vorbei und dann Präsident werden, Aufsichtsratsvorsitzender werden, Funktionärskarriere anstreben? Hättest du das dir vorstellen können? Also als ich damals 2013 den HSV verlassen habe, habe ich natürlich da nicht dran gedacht. Also Marcel ist jemand, der sich immer für viele Dinge interessiert hat, der nicht nur Fußball gesehen hat. Und dass er dann mal irgendwo seinen Weg gehen wird, das war mir eigentlich schon klar. Er war da schon sehr, sehr, sehr geradlinig, sehr vom Kopf ein bisschen weiter als der eine oder andere. Dass es natürlich jetzt so ist, dass er mit 29 aufhört, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil er eigentlich jemand war, der, ich weiß nicht, ich glaube, er hat gar nicht so große Verletzungen gehabt. Jemand, der ja eigentlich auch immer auf dem Trainingsplatz gestanden hat, der von der Physis perfekt war, der guter Fußballer war, der einen großen Verein gespielt hat, ne, auch neben den HSV, ja noch bei Bayern München, Borussia Mönchengladbach. Dass er jetzt schon so weit ist, dass er die Führung vom HSV übernommen hat, das hätte ich nicht gedacht, aber ich traue ihm das zu. Er hat ja damals auch schon als Spieler hat er auch gerne geredet, das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern er konnte ja immer, gerne unterhalten. Ne? Ja, deswegen sage ich ja, er war da schon ein bisschen anders. Klar, ich rede vielleicht auch manchmal zu viel, da wird dann Cello auch gemacht haben hier und da, das kann schon mal passieren, aber er war eben jemand, der sich auch für andere Dinge interessiert hat und auch mal Sachen hinterfragt hat. Neben Cello gab es ja noch ein paar andere Topstars in der Mannschaft, als du da warst, am Anfang zumindest, Petritsch, Guerrero, Heumann-Son. Trotzdem war irgendwie diese große HSV-Zeit, war dann ja vorbei. Wie guckst du im Nachhinein auf deine HSV-Zeit? Ja, erstmal bin ich riesig dankbar gewesen, dass Michael Oenning mich damals zum HSV geholt hat. Ich glaube, ohne seinen Beitrag wäre ich nie beim HSV gelandet. Zweitens macht mich das heute noch stolz, für so einen wirklich sehr, sehr großen Verein gearbeitet zu haben. Zu meiner Zeit, als ich 11 gekommen bin, war eigentlich der große Umbruch. Wir haben viele erfahrene Spieler abgegeben. Der Kader ist finanziell günstiger geworden und wir haben junge Spieler dazugeholt. Das war auch die Zeit, als Frank Arnesen gekommen ist. Wir haben aus England 4, 5 Spieler geholt im Alter von 19 bis 22, 23. Wir haben ein paar aus dem eigenen Nachwuchs dazugenommen und wir hatten eigentlich so die Umstrukturierung, dass das Mittelfeld dann damals aussehen sollte mit Rikon, mit Tesche, mit Gojko Kaccha. Das waren alles talentierte Fußballer, die auch schon bewiesen haben, dass sie erste Liga gut spielen können. Aber da waren ganz große, haben die großen Älteren, Van Nistelrooy, Frank Rost, Mattheisen und so an. Und ganz viele mehr, C. Roberto, die haben alle den Verein zu dem Zeitpunkt verlassen. Ja, also ich glaube, wir haben irgendwo 15, 16 Spieler verloren und dementsprechend auch neue gekriegt. Das war schon eine junge, neue Mannschaft. Wir hatten, glaube ich, auch nur 3, 4 Leute über 30. Petritsch, dann war noch Drobny, glaube ich, vom Alter her und David Jarolim. Sonst hatten wir schon eine sehr, sehr junge Mannschaft und auch dem einen oder anderen Neuen oder die meisten, speziell die Jungs, die von Chelsea gekommen sind, mit Frank Andersen, die noch gar keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Deswegen war es auch... Entschuldigung, ja. Bitte? Ja, nee, alles gut. Und deswegen nee, ich wollte sagen, die Erwartungen waren ja trotzdem sehr, sehr hoch noch, ne? Weil ich meine, 2010 Fulham, das war ja alles noch nicht so lange her. Genau, das heißt, obwohl die Spieler eigentlich gar nicht mehr da waren, war ja trotzdem, da hat man so gedacht, naja, jetzt geht es einfach so weiter. Ja, das ist die Problematik, da kann ich gleich noch mal was zu sagen, das habe ich Jahre später noch mal erlebt. Ich glaube, vielleicht ist da nicht so kommuniziert worden, dass da ansatzweise auf jeden Fall ein Neuanfang war.
Neuanfang mit jüngeren Spielern, auch mit eigenen Spielern. Hanno Behrens habe ich heute gelesen, wird Nürnberg nach 6 Jahren verlassen. Das waren so Leute, die dazukamen. Natsch, wir hatten dann Holmingsson kam, der war ja gerade 18, der ist so noch gar nicht am Anfang dabei, der war schon dabei, aber so richtig noch gar nicht dabei. Wir hatten viele junge Spieler auch aus dem eigenen Nachwuchs, die dazukamen und halt die Spieler, die ich auch gerade schon genannt hatte. Maxi Beister ist wieder zurückgekommen, der in Düsseldorf war und oder ein Jahr später, glaube ich, erst, ne, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall war es eine sehr, sehr junge Mannschaft. Und wir haben uns am Anfang schwer getan. Das hat letztendlich dann auch den Kopf von Michael gekostet, weil wir in den ersten Spielen halt zu wenig Punkte geholt haben. Und wenn man die Spiele mal klar, ich habe sie noch im Kopf, wir haben unglücklich Spiele verloren, kurz vor Schluss, beziehungsweise unentschieden gespielt, wo damals der Drobny, den ich schon aus Bochum kannte, den ich überragend schätze, ein sehr, sehr guter Torwart, da auch in der einen oder anderen Szene nicht glücklich war und so sind wir sehr schlecht gestartet und das war dann einfach sehr, sehr schwierig für Michael und schade eigentlich, dass es dann so schnell zu Ende ging, weil es eine schwierige Situation war für uns, für den HSV, aber es war nicht nach außen so bekannt. Mhm. Und dann kam ja der Nachfolger von Oenning und wenn wir die nächste Frage von ihm richtig verstehen, dann hätte es ja noch ein Topstar mehr werden können. Wir hören mal kurz rein. Ja, Fanny, ich weiß gar nicht, ob die Leute dich kennen unter Frank Heinemann. Fanny Heinemann, glaube ich, kennt jeder. Eine Frage, hättest du gedacht, dass der Leon Goretzka so eine Riesenkarriere startet und beim FC Bayern sich so durchsetzt. Also ich bin schon überrascht, weil du hattest immer gesagt, das ist ein Riesentalent. Und ich hätte ihn auch gerne zum HSV geholt damals. Ja, meine Frage an dich einfach nochmal. Hättest du das gedacht, dass er wirklich so eine Top-Karriere macht und beim FC Bayern sich durchsetzt? Ja, und wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen können. Bist mir natürlich sehr sympathisch und deswegen würde ich auch ganz gerne dich mal wiedersehen. Also, ciao, bis dann, Herr Thorsten Fink. Ja, genau wie du ist auch Leon Goretzka ein echter Bochumer Junge. Stimmt es, dass du und Thorsten Fink ihn damals zum HSV holen wolltet? Ja, wir haben über Leon Goretzka gesprochen, weil Leon Goretzka natürlich schon lange in der Jugend ein großes Talent ist und wenn man im Ruhrgebiet unterwegs ist, wo ganz, ganz viele Jugendmannschaften auf höchstem Niveau spielen, war Leon Goretzka schon als junger Bursche von allen Vereinen um den VfL Bochum drumherum schon immer interessant gewesen und man wollte ihn immer wegholen. Ich war 2010 bis 2011 in der Nachwuchsleitung beim VfL Bochum und wir haben damals den ersten Fördervertrag mit ihm gemacht, weil wir ihn natürlich unbedingt am VfL Bochum binden wollten. Das war auch gar kein Problem, weil auch sein Vater ein VfLer durch und durch ist. Und das hat dann auch geklappt und die Eltern waren dann mit ihm da, weil er dann natürlich noch lange nicht volljährig war. Und da hat man natürlich schon das Talent gesehen und deswegen, das war ja vor meiner Zeit, bevor ich zum HSV gekommen bin, war ich halt im Nachwuchs und da hatte ich oder konnte ich Leon wirklich sehr oft sehen. Und da war mir das klar, dass es ein sehr, sehr großes Talent ist, dass es dann so durch die Decke schießt. Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, dass man das sagen konnte. Aber man wusste, dass es ein hochtalentierter Junge ist. Ich wusste natürlich, weil ich nah dran war, weil ich seine Eltern kannte, ihn selbst. Letztendlich hat er sogar noch sein Schulpraktikum bei uns im Nachwuchs gemacht und wir haben da so ein bisschen den Nachwuchs die Räumlichkeiten umgebaut und sauber gemacht. Da hat er, wenn ihr ihn irgendwann mal habt, dann könnt ihr ihn fragen, da hat er dann auch noch mit einem Wischer mitgeholfen damals, war sein Schulpraktikum bei uns. Ja, er ist klein Kopf, er ist hochtalentiert, er weiß, wie Fußball funktioniert und er lebt danach und er macht eigentlich den klassischen Vollprofi aus. Und das freut mich für ihn, dass er so weit gekommen ist. Nur das kann keiner sehen. Also glaube ich, wenn einer einen 15-Jährigen sieht,
dass er sagt, dass er gut ist, ja, aber dann ist er immer noch im Weg. Aber es ging schnell bei ihm. Er hat als Jugendspieler schon in der zweiten Bundesliga beim VfL gespielt. Leider, als ich dann 13 zum VfL zurückgegangen bin, ist er leider zum Nachbarverein gegangen. Aber das ist sowieso für den VfL immer ein Problem gewesen. Große Talente oder Spieler, die von der Qualität sich verbessert haben, dass die dann irgendwann mal den Verein verlassen haben. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit? Also stimmt es, dass du ihn gern nach Hamburg geholt hättest? Ja, wie weit jetzt die Gespräche waren, ich glaube, so weit, das glaube ich nicht. Also wir hätten ihn schon, vor allem wenn wir noch länger zusammengeblieben wären, das ging ja so ein bisschen so die Saison 12-13. Frank Arnesen ist dann zum Schluss freigestellt worden. Die Gespräche waren ja alles so weit noch nicht. Dann hätte man sich bestimmt Gedanken drüber gemacht, über Leon Goretzka. Wie weit jetzt der Thorsten dann noch, was ich vielleicht jetzt nicht weiß, das weiß ich nicht, aber gesprochen über ihn haben wir. Das auf jeden Fall. Und interessant war er auch. Und der HSV konnte ja auch vieles bieten. Auch wenn es nach ganz oben, erste Liga, wäre dann noch mal einen Schritt weiter gewesen. Aber wenn es nicht geklappt hätte sofort, war er noch Jugendspieler. Ne? Er war ja noch Jugendspieler zu dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall ein ganz interessanter Mann. Ich wusste aber auch schon über Hermann Gerland, den ich sehr gut kenne, der mein erster Profitrainer war. Also als Spieler hatte ich den 1986, als die erste Profisaison für mich 86, 87 war das mein Cheftrainer. Und der hatte sich natürlich auch schon erkundigt und hat den ein, zweimal gesehen und hat gesagt, den hole ich zum FC Bayern damals schon. Also Leon war ab seinem 10. Lebensjahr begehrt. Mhm. Wie war das eigentlich? Goretzka ist dann leider nicht gekommen, du aber sehr wohl. Du hast es ja eben schon erzählt. Michael Oenning hat dich geholt. Wie ist das damals abgelaufen? Ruft er dich einfach an und sagt, hallo, Oenning, mein Name, und wie sieht's aus? Oder erzähl doch mal, wie sowas abläuft. Ja, könnte man sich vorstellen. Nur in seinem Fall brauchte ich oder er sich weniger vorstellen. Wir haben beide zusammen Fußballlehrer zusammen gemacht. Und daher kannten wir uns. Wir haben 1998 zusammen in Köln an der Sporthochschule im Fußballlehrer gemacht. Und da ist immer der Kontakt stehend, blieb immer eine ganze Zeit lang. Er war auch kurz beim VfL Bochum U19-Trainer. Später, bevor er dann nach Nürnberg gegangen ist. Da hat er unter anderem, der Michael Oenning, uns damals Gündogan mitgenommen. Ja, er war auch, ist auch ein Junge, der beim VfL kommen ein paar Jungs her. Und hat den Gündogan dann mitgenommen, der damals schon als U19-Spieler auch bei den Profis, Marcel Koller war damals Cheftrainer und ich war Co-Trainer, wir hatten den schon mitgenommen ins Trainingslager im Winter und er war schon mal den Profis dabei, ist aber dann, weil der U19-Trainer Michael Oenning war und ich könnte ihn eigentlich böse sein, dass er ihn damals mitgenommen hat, aber letztendlich war es ja auch clever, dass er mitgenommen hat und ist ja damals dann nach Nürnberg. Und wobei ich mich sehr gut noch erinnere, dass als Michael Oenning zum Cheftrainer wurde in Hamburg, in dem Sommer, wollte Michael Oenning unbedingt Gündogan aus Nürnberg nach Hamburg holen. Das stand auch, da gab es noch sehr, sehr gute Chancen und am Ende des Tages ist er dann aber leider nach Dortmund gegangen. Ich glaube, dass Frank Arnesen nicht ganz überzeugt war von Gündogan. Ja, okay. Kannst du dich daran erinnern oder warst du noch nicht da? Wenn doch, ich war mit Frank Arnesen, bin ich auch fast zeitgleich gekommen. Vielleicht war er ein bisschen eher da. Und dann werden die beiden ja auch mal alleine gesprochen haben, dass sie dann über Gündogan gesprochen haben. Das kann ich verstehen, dass Michael das forciert hat. Warum es dann nicht geklappt hat, kann ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht verstehen, weil man das bei ihm ja auch gesehen hat. Ja, als Jugendspieler beim VfL, dann wie er sich in Nürnberg weiterentwickelt hat. Und ganz, ganz wichtig ist es ja dann, wenn man so einen jungen Spieler haben kann und hat dann noch einen Trainer, der ihn in den entscheidenden Phasen begleitet hat und ihn, deswegen ist ja auch Michael unter anderem Cheftrainer beim HSV geworden, weil er da ja auch die Erfahrung hat, dann sollte man vielleicht mal auf den Trainer hören. Wenn es leider damals nicht gemacht worden ist, dann ist es schade. Dann ist es schade. Mittlerweile ist, oder hattest du noch eine Frage, Karl? Nee, alles gut. Mittlerweile ist Michael Oenning ja erneut in Ungarn tätig und es wird dich nicht überraschen, dass er natürlich auch eine Frage an dich hat. Ja, hallo Fanny. Du als Jungopa, bist du denn schon dabei, deinen Enkel zu trainieren, sodass der VfL Bochum, wenn er jetzt wieder in die erste Liga aufsteigt, dann auch in der Lage ist, mal wieder einen echten Heinemann auf den Platz zu bringen?
Ja, Michael Oenning guckt jetzt schon wieder an die Nachwuchsarbeit beim VfL Bochum. Du bist 56. Mit wie vielen Jahren bist du Opa geworden? Mit 55. Okay, dann kommst du ein bisschen früh wahrscheinlich. Ja, der Kleine ist jetzt 9 Monate und macht natürlich Riesenspaß. Vorab erstmal ist kein Heinemann, ist von meiner Tochter. Die hat den Namen Heinemann nicht behalten. Konnte mich dann aber bei der Namensgebung konnte ich mich nicht durchsetzen, weil jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen bei Hamburg. Meine Tochter heißt jetzt Schmidt. Ich wollte, dass er Helmut heißt. Helmut Schmidt. Ne? Hat nicht geklappt. Ich habe einfach gedacht, meine Güte, wenn der Helmut Schmidt heißt, dann brauchst du gar nicht in die Schule gehen. Das ist ein Abitur so. Aber er ist Paul. Paul Schmidt heißt er. Paul Schmidt heißt er jetzt. Ja, Helmut konnte ich mich nicht durchsetzen. Ja, er ist 9 Monate. Also ich bin jetzt nicht so verrückt, dass ich jetzt mit ihm jetzt permanent... Ich sehe ihn wirklich, soll man kaum glauben, fast täglich. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich sehe also mehr meine Enkelkinder als damals meine Kinder. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Vielleicht kriege ich irgendwie noch so heimlich so einen zweiten Namen rein, Paul Helmut. Wollte ich gerade sagen, Zweitname wäre ja auch zur Not, ne? Nicht schlecht gewesen. Ja, aber er heißt nur Paul Schmidt, ist auch okay. Auf jeden Fall hat deine Tochter Rieke uns verraten, dass du im Nachwuchsarbeit in der eigenen Familie auf jeden Fall schon ein paar Fußspuren hinterlassen hast. Wir hören vielleicht einmal ganz kurz rein, was sie uns über ihre Zeit mit dir zusammen erzählt hat. Hallo Papa, mit welcher Aktion hast du Lukas und mir schon früher in unserem Garten eine riesige Freude gemacht und uns damit schon einen kleinen Einblick in deinen Trainerjob gegeben? Ja, was war da los im Garten? Ja, erstmal muss ich sagen, wir haben nicht so einen großen Garten, dass wir irgendwie, dann haben natürlich Mädchen Junge, Mädchen älter, also meine Tochter, die ist 28 und der Sohn ist 24, also knapp 4 Jahre auseinander, nicht ganz. Und ein bisschen Rasen haben wir und was kann man mit beiden machen? Ich wollte jetzt nicht nur immer schießen und dann haben wir so, ja, wir haben so koordinative Übungen gemacht. Na, das ist also, kleinen Kindern kommt das immer gut an und das war ganz lustig und das konnte dann Rieke auch perfekt mitmachen und der Lukas hat sich auch gefreut, der war dann ganz klein noch und das haben wir dann immer so ein bisschen Koordination haben wir im Garten gemacht und da hatten beide viel Spaß und ich natürlich auch. Dein Sohn Lukas, mit dem, also du hast ja gerade gesagt, der ist jetzt 24, ein paar Jahre ist es her, ich glaube 3 Jahre müsste es ungefähr her sein, da hast du ja tatsächlich nochmal mit ihm zusammen die Fußballschuhe geschnürt, ne? Ja, das war eigentlich, nicht eigentlich, das war mein Wunsch. Und der Wunsch hat, ich bin da nicht hin und gesagt, und ich möchte, aber ich habe es immer so ein bisschen angedeutet. Und Lukas hat sich so ein bisschen gewehrt, kann ich auch verstehen. Und dann haben irgendwo seine Jungs immer gesagt, weil sie auch wussten, dass ich gerade keinen Job habe. Und dann haben sie gesagt, ja, bring den Alten nochmal mit zum Training. Und dann kann er doch wenigstens mal ein bisschen mittrainieren, ist das doch ganz lustig. Und so habe ich eine ganze Zeit lang mittrainiert. Das hat mir auch wahnsinnig riesig Spaß gemacht. SV dann, Herbede, Kreisklasse B, muss man dazu sagen. Genau. Ja. Mein Sohn hat lange in Herbede gespielt, von der Jugend an schon. Und dann ist das so gewesen, dass die A-Jugendlichen, die dann nicht in der ersten Mannschaft gekommen sind und aus der Jugend raus, die haben mal gedacht, wir machen eine eigene Mannschaft auf, haben erstmal die dritte aufgemacht, sind aber dann nachher dann in die zweite dann höher, weil es auch von der Qualität her passt. War Kreisliga B, ja. Und dann habe ich tatsächlich noch mit 53 da 2 Spiele gemacht. Und ja, aber das war ganz lustig, aber Lukas war dann zwischendurch verletzt. Bei mir habe ich dann auch oft meine Wade gemerkt, weil das ist ja dann doch immer noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, für mein Alter bin ich noch fit, aber so die kurzen, schnellen Bewegungen und so, das ist natürlich auch nicht, was gerade das Alter mit 56 okay. Aber hergeht. Die Knochen haben das noch mitgemacht. Also ja, ich hatte schon ein paar Probleme, aber es war okay. Ich habe nachgelesen gegen Hammertal, glaube ich, das erste Spiel 0-0. Ja. Wie ist das zweite ausgegangen? Oh, das habe ich vergessen, dann haben wir verloren. Oh je. Ja, das war ganz lustig, Hammertal. Ich habe das ein bisschen unterschätzt vielleicht, weil ich dachte, meine Güte, ja klar, bin ich 53, aber dann Hammertal ist auch ist ein Derby hier. Herbede gegen Hammertal, das spielten auch eine ganze Zeit lang auf einem Platz zusammen. Und ja, und dann war es irgendwie, aber ein Spiel, ich sage, ja, spiele ich da gegen Hammertal, das passte so von der Zeit. Ja, und dann kam auch der Tag,
ich hatte ein bisschen Schmerzen, aber jetzt habe ich mehrmals gesagt, ich spiele, dann spiele ich auch. Und dann habe ich auch gespielt und habe dann sofort nach 5 Minuten den ersten Spruch gekriegt, wo dann natürlich der Erste sofort gesagt hat, sag mal Opa, okay, ich war da noch nicht Opa, aber vom Alter her, wolltest du nicht lieber in der Altliga spielen, was willst du hier? Ja, daraufhin habe ich gesagt, ja Junge, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, was bist du jetzt, 25, aber dein Gewicht werde ich nie kriegen. Ne? Aber dann hatte ich aber auch, musste ich auch drei Minuten später ein bisschen höher springen, sonst hätte er mich auch direkt abgemäht. Ne? Also da muss man auch vorsichtig sein mit seinen Sprüchen. Das aber, ja, ich meine, war wieder auch eine Lehre, mit 53 da zu spielen. Und ich komme so vom Einsatz und vom Ehrgeiz, und der hat mich auch in meinem Alter nicht verlassen. Und dementsprechend will man dann da ja auch nicht so rumeiern. Man kennt dich so früh als aktiver Bochum. 10 Jahre hast du da, glaube ich, gespielt. Mit einigen wirklich bekannten Leuten, wenn man ein bisschen älter ist, hat man die alle noch so im Kopf. Darius Wosch zum Beispiel, mit dem hast du auch eine ganze Weile zusammengespielt, und mit dem bist du, glauben wir zu wissen, ja auch ein bisschen befreundet oder besser bekannt. Und er hätte natürlich auch eine kleine Frage an dich. Hallo Fanny, Darius hier. Was sind deine schönsten Momente aus deiner Fußballzeit? Ich hoffe, mit mir zusammen. Schöne Grüße, ciao. Ja, das ist wahrscheinlich keine einfache Frage, ne? 10 Jahre aktive Karriere beim VfL Bochum, jetzt in wenigen Sekunden oder zusammengefasst. Da ist natürlich eine Menge, aber für mich selbst war natürlich das, ich meine, jeder muss erst mal wissen, wer den Darius nicht kennt, das ist so ein kleiner Hässlicher. Also mit ihm habe ich auch zusammengespielt, klar, natürlich auch mit vielen anderen. Ich habe auch jetzt noch Kontakt zum Woschi, weil er auch in Bochum lebt und auch Bochumer geworden ist, auch wenn er aus Halle kommt, aber er ist Bochumer mittlerweile, das kann man sagen, und hat ja auch wahnsinnig lange für den VfL gespielt. Aber mein größtes Erlebnis war, auch wenn es leider eine Niederlage war, war 88 das Pokalendspiel. Gegen Eintracht Frankfurt haben wir 1-0 verloren. Wir haben damals ein Tor gemacht zum 1-0, der Uwe Leifeld in der ersten Halbzeit, was nicht abseits war. Damals war noch gleiche Höhe abseits, aber er war noch niemals gleiche Höhe. Ja, das gab es auch mal. Viele wissen das gar nicht. Sogar gleiche Höhe war mal abseits. Und hat sich Köln nicht gemeldet? Nee, da hat sich gar keiner gemeldet. Ich glaube, bei dem Pokalinspiel gab es auch, glaube ich, nur 3 oder 4 Kameras. Heute ist ja alle 5 Meter eine. Aber das, was man so sehen konnte, glauben wir alle, dass es kein Abseits war und nicht aus der blau-weißen Brille, sondern tatsächlich. Spiel war sehr ausgeglichen, vielleicht waren wir erste Halbzeit sogar besser, und letztendlich haben wir dann in der Anfang der 80er Minute, ich weiß nicht, 81, 83 Minute, direkter Freistoß, Lajos Dettari. Ungar, ne, genau. Ja, ein bekannter Spieler, klar, ist alles schon ein bisschen lange her. Der hat einen direkten Freistoß verwandelt. Katze hättet euch darauf ansprechen müssen, Katze war ja lange in Ungarn, und der musste vor Jahren mal die Situation mit Dettari nachstellen in Ungarn, hat er mir erzählt. Also beide in den Jahren gekommen. Ich weiß nicht, wie der Katze durch die Luft geflogen ist und wie Lajos den geschossen hat, aber war bestimmt eine ganz tolle Sache. Wobei, wenn ich das richtig weiß, ist ein Jahr, nachdem du dann aufgehört hast, der VfL Bochum dann doch glorreich in den UEFA Cup eingezogen. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Sollte man annehmen. Ja, ich bin ich habe 1995 einen Kreuzbandriss gehabt, und so habe ich dann 1996 aufgehört. War damals mit 31 aufgehört, hätte gerne noch ein paar Jahre gespielt. Was man auch noch sagen muss, vor Bosman, sagt dem einen oder anderen auch noch was. Bosman war, glaube ich, 98 das Urteil. Also damals konnte man auch nur mit 3 ausländischen Spielern irgendwo spielen. Das heißt auch, wenn ich vielleicht ins Ausland noch irgendwie hingehumpelt wäre, hätte ich da auch nicht spielen können. Also dann war mit 31 zu Ende, war eine schwere Situation für mich. Zweite Kind war unterwegs. Was macht man dann? Ja, man wird Co-Trainer. Ja, ich hatte das Glück, dass Toppi, also Klaus Toppmüller, mich dazugenommen hat. Ralf Zunig war Co-Trainer bei Toppi, und ich war Spieler beim Toppi noch. Dann eben die Verletzung, und in dieser verletzten Zeit hat der damalige Manager Klaus Hilpert gesagt, da kam es gerade aus mit Fanbeauftragten aus dem Verein, und ich glaube, Raimund Aumann war einer der Ersten, der damals bei Bayern München das gemacht hat, und hat gesagt, komm, du bist in der Reha, du hast so ein bisschen Zeit, mach das doch mal mit.
Ja, und dann habe ich auch da einen Einblick gekriegt von der Fanszene und habe das ein knappes Jahr gemacht, bis ich das dann an meinen Nachfolger übergeben habe. Das ist der Moppel Dirk Michalowski und der ist heute noch Fanbeauftragter. Also da habe ich eine gute Übergabe gemacht. Ja, vielleicht war das auch eine gute Übergabe, dass ich aufgehört habe zu spielen, damit dann der Verein erfolgreicher wird. Aber du musst einmal, wo du Toppi ist ja auch, war ja auch legendär in Hamburg. Ich habe ihn damals als Reporter noch erlebt. Was war das für ein Typ für dich in der Zusammenarbeit? Ja, also fußballverrückt. Also hochgradig fußballverrückt. Er am liebsten hätte er immer mitgespielt, hat dann auch beim Kreis, also 5-2 und so hat er mitgespielt. Und das Tolle war, wenn ich an Toppi, nicht nur als Trainer, aber in den ganzen Geschichten, das war, wir sind damals beim VfL Bochum, haben uns im Stadion umgezogen, sind aber zu dem Trainingsplatz gefahren, dann immer mit eigenen PKWs. Also man kann sich vorstellen, immer 3 Profis oder 4 Profis in einem PKW zum Trainingsplatz. Und ich bin dann gefahren, immer, klar, der Jüngste, ich bin gefahren, Toppi vorne neben mir, hinter Ralf Zumnig. Und dann, wenn Toppi dann irgendwas erzählt hat mit seinem Dialekt, das ist für uns erstmal eine Fremdsprache gewesen, die man dann irgendwann mal nach Wochen besser verstanden hat, war es immer so, dass ich vorne nah an ihm dran sah und das verstanden habe und der Kanzler hinten Antworten gegeben hat, aber eigentlich hat er nichts verstanden. Und wenn wir ausgestiegen sind, hat er eigentlich das gefragt, was Toppi vorher schon im Auto erzählt hat. Also das war schon einmalig. Ein ganz, ganz toller Fußballtrainer. Als Spieler konnte ich ihn ja nur aus dem Fernsehen. Und war ja auch überragender Mittelstürmer. Und als Trainer und als Typ und auch für die Mannschaft. Also einen ganz, ganz positiven. Aber ich habe ihn sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung. Den Toppi, muss ich ganz ehrlich sagen. Musstest du dann die Trainingsplanung auch machen? Er war in Hamburg, galt er immer so eher als, wie soll ich das positiv sagen, intuitiver Trainer. Ja, das war er da auch. Er hat dann auch mal noch im Auto noch mal gesagt, nee, machen wir doch anders und dann machen wir so. Und das war es ja dann auch gerade die Problematik. Ich bin ausgestiegen, habe das verstanden, dass wir es geändert haben. Der Katze nicht, weil er nicht verstanden hat. Und aber das ist nun mal. Toppi ist, wie er ist, aber er war trotzdem sehr akribisch, er war trotzdem sehr verbissen, auch im Detail besessen und am liebsten wollte er immer alles vormachen, weil es auch konnte und er wusste genau, was er wollte und die Jungs haben es auch verstanden, auch jetzt der Dialekt mal weg, aber die haben ihn wirklich verstanden und er hat das mit ganz viel Herz hat er das rübergebracht und das war schon eine tolle Zeit, das war so der, Das hat er gut gemacht, nur eben mit der Kommunikation, da hat es schon mal gegeben, dass dann eine schnelle Änderung war und da musste man immer gefasst sein, dass dann auf einmal doch nochmal was anderes war. Ich wäre sehr gerne im Auto dabei gewesen, wie ihr dann über das Koordinationstraining gesprochen hättet und der eine sagt dies, der andere sagt das. Auf jeden Fall hast du eben schon gesagt, dass im Garten auch mit deiner Familie irgendwie das Koordinationstraining im Vordergrund stand. Wir haben noch ein Beispiel aus Bochum. Auch ein ehemaliger Bochumer, der auch beim HSV war, dem dieses Koordinationstraining von dir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist. Und den hören wir jetzt. Hi Fanny, hier ist Mergi Maffrey. Ich wollte mich nur kurz beschweren. Meine Fußsohlen tun immer noch weh von dem Koordinationsparcours, den du damals in Bochum immer aufgebaut hast mit diesen schwarzen Rohren. Ich hoffe, du hast dir mittlerweile eine neue Koordinationsleiter zugelegt. Mein Freund, ich wünsche dir alles Gute. Und verrat mir mal eins. Wie kann man denn eigentlich in dem Alter noch so jung ausschauen? Beziehungsweise, was war dein Geheimnis dieser ewigen Jugend? Bis bald, mein Freund. Ciao. Ja, Mergi Maffrey, ein weiterer Bochumer mit HSV-Vergangenheit. So, jetzt nochmal Koordinationstraining und die ewige Jugend. Doppelfrage. Fangen wir mit dem zweiten an, da sieht man mal, wie gut die Luftimport ist. Ne? Nein, vielleicht habe ich glückliche Gene, also es geht. Also wenn ich mich morgens im Spiegel sehe, sehe ich das nicht so, wie der Mergin das gerade sagt, das ist ganz lieb von ihm. Vielleicht sind das immer so die Bilder, die sind dann irgendwie retuschiert worden. Nein, es geht schon. Aber Mergin war damals ein ganz, ganz junger Spieler, der kam von Darmstadt zu uns. Und wenn man heute so einen Stab eines Bundesligisten oder Zweitligisten sieht, dann ist das ja nicht zu vergleichen mit damals. Also ich war damals damals hört sich so blöd an, aber wenn man jetzt mal den Anfang der 2000er hatten wir beim VfL Bochum damals einen Torwarttrainer. Das heißt also, das Torwarttraining
habe ich dann auch mitgemacht. Wir hatten natürlich keinen Fitnesstrainer, wir hatten natürlich keinen Reha-Trainer, wir hatten, da gab es einen Trainer und einen Co-Trainer. Und die waren auf dem Platz und am Rand stand ein Physio, wenn sie mal einer verletzt hat. Und dann hat man natürlich als Co-Trainer ein ganz großes Spektrum gehabt und unter anderem musste man sich dann natürlich auch so ein paar Dinge, die neu auf den Markt gekommen sind, wie die koordinative Schule ist ja dann auch erst irgendwo entstanden. Ende der 90er wurde es ja mehr gemacht. Ja, und dann hat man sich mal da, oder ich habe mich dann, hat man damit das dahingestellt, hat man so ein Ding aufgebaut, bin mal selbst da durch und hat mal gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Und so waren die Anfangszeiten, bis man dann natürlich, heute gibt es Bücher darüber, heute gibt es alles darüber. Also es war, ja, und das ist, dass dem Mergin das so bewusst noch ist, ja, es, hoffentlich hat sie ihm auch was gebracht, ne? Das glaube ich schon. Also es war eine schöne Zeit, war eine andere Zeit. Offenbar hat es ihm was gebracht, weil er jetzt ja immer noch als nicht mehr so ganz blutjunger Spieler mit Greuther Fürth um den Aufstieg in die Bundesliga spielt, ne? Als tatsächlich auch als tragender, als wichtiger Spieler von Greuther Fürth. Auf jeden Fall. Mergin hat wirklich eine tolle Serie, Karriere hingelegt. Hat beim HSV, war ja auch in Köln, in Greuther war er, glaube ich, zweimal. Bei uns in Bochum war er. Also er hat vor allem mit der Länge, wie du es auch schon sagst, er spielt heute immer noch, war jetzt verletzt, hat aber jetzt gegen Bochum ja wieder gespielt. Das kann natürlich mal passieren, dass man im Alter mal die eine oder andere muskuläre Verletzung herkriegt. Muss nicht sein. Aber er ist, ich glaube, er hat nicht viel gefehlt. Am Anfang in Bochum war er mal verletzt. Dadurch hat es ihm am Anfang ein bisschen zurückgeschmissen, weil er war sehr nah dran. Und ich habe ja da als interimsmäßig, ist ja auch manchmal so der Wahnsinn, wie sich dann irgendwie so ein Bundesliga-Zeitalter dreht. Kleine Anekdote, Michael Oenning war Trainer in Nürnberg. Bei uns ist Marcel Koller freigestellt worden. Und ich habe das erste als Interimspieler mein erstes Spiel in der ersten Bundesliga damals, also erste Bundesliga Nürnberg gegen Bochum, also in Nürnberg. Und Mergin hat sich da auch, sollte spielen und wenn ich mich richtig erinnere, hat er da noch mal eine Grippe gekriegt kurz vor dem Spiel, das war im November, ich glaube September noch, oder Oktober, November, ich weiß nicht, ungefähr, also zum Herbst, also im Herbst. Und da konnte er auch nicht spielen. Das war, sonst hätte er bei meinem ersten Spiel als Cheftrainer auch gespielt. Mhm. Das war damals Andreas Luther, da damals sein erstes Spiel. Und so drehte ich immer wieder. Und Norbert Meyer, das war mein erstes Spiel über 90 Minuten, damals 86, war in Werder Bremen. Ich auf Position 6, er auf Position 10. Wir haben 0-0 in Bremen gespielt, Otto Rehagel Trainer. Otto hat mich manchmal beschimpft, weil ich Norbert ein bisschen hart drangenommen habe. Ja, und auf einmal 2016 bimmelt bei mir das Telefon, also 86, 2016. Und Norbert fragt, ob ich sein Co-Trainer werden will. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, was manchmal im Fußball passiert. Du hast ja auch, wenn man dir so zuhört, du hast ja wirklich schon viele Erfahrungen auch gesammelt und bist, glaube ich, auch noch heiß. Wie ist das aber so? Wir sind so in so einem ähnlichen Alter. Wird die Erfahrung in dem Fußballgeschäft nicht so wertgeschätzt? Ist es schwerer geworden, prinzipiell eine Anstellung zu bekommen, weil man irgendwie halt nicht mehr ganz so jung ist? Oder wie stellt sich das so auf dem Arbeitsmarkt dar? Was glaubst du? Ja, einmal haben sich ja auch mit den Jahren immer wieder Teams gebildet, wo auch der Cheftrainer seinen eigenen Co-Trainer hat. Ich habe das selbst erlebt mit Norbert Meyer in Darmstadt, danach in Kaiserslautern, dass er mich dann auch mit nach Kaiserslautern und letztendlich auch nach Uerdingen geholt hat. Das war jetzt zum Schluss meine letzten drei Stationen, wo mich Norbert mitgenommen hat. Sonst war ich ja immer in Bochum und die Trainer sind gekommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, also ich würde es als Verein, also, oder als in der Vereinsführung so machen, dass ich schon gerne einen hätte, der ja eine Identität mit dem Verein hat im Trainerbereich, dass der neue Trainer gerne seinen bekannten Co-Trainer mitbringt. Das kann ich verstehen, weil man sich kennt, weil man zusammengearbeitet hat, weil man weiß, man kann sich darauf verlassen. Aber ich glaube auch immer, die Vereine müssen schauen, dass sie Identität, also wenn man mal hinkommt, muss man auch wissen, was ist der HSV, was beinhaltet der HSV, was beinhaltet VfL Bochum,
oder jeder andere Verein. Ich will jetzt keinen anderen Verein nennen, weil das soll jetzt auch keine Kritik sein. Aber grundlegend finde ich es immer schön. Ich wusste auch, als ich zum HSV gekommen bin, was HSV ist, weil da auch Spieler oder ehemalige Spieler in Funktionen beim HSV tätig waren. Und ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Das heißt nicht, dass man jeden Alten da behalten soll, aber man hat ja bestimmt in den Jahren auch ein paar Gute, die dann auch mal sagen können, ich bin HSV oder ich bin VfL oder und wissen auch, wie so ein Verein läuft und müssen dementsprechend natürlich auch die Qualität haben. Ne? Also nicht nur einlassen und auch da versuchen, sich weiterzubilden und auch das Vereinsleben, was ja sowieso immer mehr abbaut, aber vielleicht ein bisschen mehr Verein auch leben. Und das wäre, glaube ich, auch ein Ansatz, den man nicht vergessen sollte. Und das kann viele Positionen sein. Es geht auch außenrum, ob das ein Physiotherapeut ist, der lange da ist, ob das ein, ihr habt ja auch den Greenkeeper, den Christoph gehabt, aber Christoph gehabt. Es ist immer wichtig, dass man auch Leute hat, wo man sagt, ja, die irgendwann dürfen sie auch mal auf die Raute hauen. Ne? Ich kriege immer einen Hals, wenn da einer nach 3 Wochen auf irgendein Emblem haut und meint, das ist nicht bös gemeint, aber man muss eine Zeit lang da sein. Und ich hatte beim HSV ein gutes Gefühl, ich war ein paar Wochen da. Und ein gutes Gefühl ist immer dann, man ist ein paar Wochen da und denkt, man ist schon ganz lange da. Und das lag damals auch an ganz, ganz vielen Personen beim HSV, die einen das wirklich sehr einfach gemacht haben. Das mag heute auch so sein. Das war jetzt keine Kritik am HSV. Ich meine nur allgemein, das ist wichtig, um sowas zu haben. Vielleicht ist es auch in vielen anderen Vereinen noch so, um Gottes Willen. Aber ich meine nur ganz einfach, dass sowas wichtig ist. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile über dein Alter gesprochen, du bist 56 und Opa, wie wir jetzt wissen. Hast du trotzdem die große Lust, nochmal irgendwo hinzugehen? Als Trainer würdest du auch, du bist jetzt tief verwurzelt, dadurch, dass dein Enkel bei dir um die Ecke wohnt, würdest du trotzdem nochmal den Sprung wagen irgendwo hin oder muss nicht mehr kommen? Ich würde mir sicher alles anhören, das ist gar keine Frage. Das hat ja mit meinem Job schon so zu tun. Sicher bin ich bereit, als Trainer zu arbeiten, als Co-Trainer zu arbeiten. Sicher muss das alles passen, das muss von beiden Seiten passen. Das ist ja immer wichtig. Und da muss man Gespräche führen und dann auch mal merken, ist das überhaupt der Fanny Heinemann, den ich so mal kennengelernt habe und was denkt er und passt er zu den anderen? Das muss man ja auch alles wissen. Ne? Und dann ist natürlich alles möglich, klar. Eine erneute Rückkehr nach Bochum, also zum VfL, ist das theoretisch möglich oder ist das Kapitel abgeschlossen? Also im Trainerstab beim VfL Bochum, die sind momentan sehr gut besetzt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, sie machen es gut. Das sehe ich jetzt momentan nicht. Also da muss man ja auch mal ehrlich sein. Der Thomas arbeitet mit seinem Team gut. Auch da sind ein paar Leute schon länger. Der Torwarttrainer, der Peter Greiber, der ist da schon seit 14 Jahren. Und da sind drumherum ein paar Leute, die wirklich auf VfL leben. Und das passt, glaube ich, momentan, auch wenn ich jetzt außen bin, auch Thomas Reis war auch ein Spieler von mir. Also ich glaube, dass ich ihn gut kenne. Er hat auch damals, als ich im Nachwuchs tätig war, im Nachwuchs gearbeitet. Und er macht das halt jetzt momentan perfekt mit der Mannschaft und auch Markus Gellhaus, den er dazugeholt hat. Also das würde ich von mir aus schon gar nicht sagen, dass da was gewechselt werden sollte. Also das nicht. Aber für den VfL irgendwo aktiv zu sein in irgendeinem Bereich, das wäre natürlich schon für mich interessant, klar, weil das ist und wird immer mein Verein bleiben, das ist klar. Das klingt aber so ein bisschen, als wenn du gerade momentan ein bisschen Zeit hättest und wenn man dafür hört, dann könntest du vielleicht die Zeit, die du gerade hast, auf eine andere Sportart verwenden. Es gibt jemanden, der dir nahe liegt, dass du vielleicht möglicherweise an deinen Tennisfähigkeiten ein bisschen arbeiten solltest und den hören wir jetzt. Hallo Fanny, ich grüße dich. Ich würde dich gerne mal wieder auf meiner Paddelanlage begrüßen, aber alte Leute, die haben ja meistens nie Zeit. Das ist ja bei dir genauso, du bist ja jetzt auch schon Opa. Also wenn du sportlich dich mal wieder ein bisschen betätigen wolltest, dann würde ich dich gerne bei mir begrüßen. Ansonsten eine kleine Frage, warum dein Tennisspiel eigentlich so schlecht ist. Schönen Abend noch.
Ja, Masse-Matrix macht Nachbar von mir, komplett. Nachbar von mir mittlerweile. Also ja, das heißt jetzt nicht direkt Tür an Tür, aber so 300, 400 Meter weg wohnt er von mir. Und ja, auch ein ganz, 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 ganz toller Fußballer gewesen, auch beim HSV gewesen. Also die Verbindungen, die sind groß, ne? Auch zwischen VfL und HSV. Und hat jetzt eine Paddelhalle aufgemacht, nicht Halle, sondern es ist draußen, Freiluft, Paddelfelder aufgemacht, hatte man hat es ihm nicht einfach gemacht, er hatte lange dafür gekämpft, hier in Bochum eine Fläche zu bekommen, um das zu eröffnen. Und dann hat er geöffnet, dann kam die Pandemie und jetzt da war wieder, glaube ich, nur 1-1. Eigentlich spielt man ja Paddel 2-2. Würde mich freuen, wenn es wieder losgeht. Er paddelt besser als ich, also paddeln heißt das ja wirklich, ne? Also nicht paddeln wie Paddel. Also, mit den kurzen Schlägern, ja. Mit den kurzen Schlägern, das kommt ja aus Südamerika, Spanien, wird das ja ganz, ist wirklich sehr interessant. Und da ist er stärker. Wir haben auch schon mal Tennis gespielt. Ja, es wird immer eng für mich, das stimmt. Also da ist er vielleicht auch ein Tick besser, aber wir haben schon lange nicht mehr Tennis gespielt, geht ja auch momentan nicht. Ja, ich könnte besser spielen, müsste besser spielen eigentlich, da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe eine ganz tolle Truppe, mit der ich zusammenspiele und da geht es neben das Tennisspielen auch noch darum, gemütlich nachher zusammenzusitzen. Das ist auch wichtig, gerade in dem Alter. Ne? Naja, am Ende wollten wir ja auch keinen Tennis-Podcast machen, sondern wollten mit dir ein bisschen über Fußball reden und das haben wir ja auch gemacht. Du musst aber natürlich, können wir dich jetzt nicht entlassen, ohne dass du uns für Freitag einen Tipp abgibst. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also der HSV hat gestern wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also der VfL darf natürlich nicht 17 Torschüsse zulassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV noch mal 17 Mal aufs Tor schießt oder in Richtung des Tores schießt und nur einen Treffer macht. Ich glaube, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird und dass es letztendlich 1-1, so wie gestern Abend, ausgeht. Der VfL muss aufpassen, den alten Kollegen Simon Terodde im Griff zu kriegen, aber der HSV muss auch aufpassen, weil also es ist eng. Es ist für beide ein ganz extrem wichtiges Spiel. Bochum kann sich absetzen und der HSV muss aufpassen, dass er nicht den Anschluss verliert. Also es ist schon ein ganz wichtiges Spiel. Für mich wäre es natürlich, und das ist ehrlich gemeint, für mich wäre es natürlich eine Top-Saison, wenn am Ende der Saison Platz 1 und Platz 2 von Bochum und Hamburg belegt wird. Welche Reihenfolge wäre mir dann auch egal. Das wäre natürlich für mich die Top-Saison. Hast du ein bisschen meine allerletzte Frage vorweggenommen, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen, nämlich wann der HSV aufsteigt. Glaubst du denn daran, dass diese Konstellation eintreffen kann für den HSV, dass sie auf 1 oder 2 stehen oder zur Not 3 und dann aufsteigen? Also das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ich hätte mich natürlich, ich glaube, das ist bei euch in Hamburg bestimmt oft besprochen worden, mit 5 Siegen am Anfang, dann 5 Spiele, die, glaube ich, ich weiß nicht die Statistik jetzt genau, dann weiß ich nicht, wieder 9 oder 10 Spiele, wo man nicht verloren hat. Jetzt ist man wieder bei 4 Spielen, neun Spiele, wo man nicht verloren hat, genau, und jetzt ist man wieder bei 4 Spielen oder 5 Spielen, die man nicht gewonnen hat. Das ist der HSV. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ängstlich macht, dass da so Wellen drin sind. Die sind in Bochum nicht drin. Also das habe ich vorhin schon gesagt. Da ist mal ein Spiel schlecht und dann ist es eigentlich wieder eine Normalität. Ich kann den HSV für nach Bochum, meinetwegen sollen sie alle wegputzen, in Bochum eigentlich nicht. Und dann glaube ich, dass auch beide aufsteigen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die Mannschaften, die jetzt oben stehen, Düsseldorf soll man nicht unterschätzen, weil sie eine gute Truppe haben. Ja, auch wenn sie jetzt auch ein paar Punkte in der Heidenheim kommt, ja auch, ist auch eine eingespielte Mannschaft. Kleindienst wieder zurückgeholt, wieder sehr erfolgreich. Auch ein Verein, der das über Jahre sehr, sehr gut macht. Die nie die absoluten Top-Leute haben. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, da ist viel Heidenheim auch drin. Beim KSC, um Gottes Willen, ja, glaube ich da eher nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann werden wir sehen, wer letztendlich den einen oder anderen Fehler macht. Und da dürfen natürlich in der jetzigen Phase so 10 Spieltage Verschluss nicht mehr viele Fehler passieren, weil eben das sehr eng oben ist. Aber ich hoffe, dass der HSV
inklusive des VfL Bochum, dieses Jahr aufsteigen und am besten nicht Platz 3. Ich habe einmal Relegation gespielt. Man ist froh, wenn man dann Relegation spielen kann, wenn man vielleicht am vorletzten Spieltag oder auf dem vierten ist, das ist keine Frage, aber Relegation hat natürlich auch nochmal, ist natürlich auch nochmal ein Hammer. Mal sehen, wer in der ersten Liga Drittletzter wird. Also das ist besser ist 1 und 2 sofort zu gewinnen. Also ich glaube, damit könnten alle HSV-Fans auf jeden Fall gut leben mit deinem Wunsch. Erster und Zweiter, egal in welcher Reihenfolge, Bochum und der HSV. Ansonsten erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Hat total Spaß gemacht, mal wieder über alte Kamellen sozusagen ein bisschen zu philosophieren. Du hast eben auch nochmal Heidenheim angesprochen. Der HSV spielt nach Bochum gegen Heidenheim. Deswegen wird jetzt hatten wir dich heute als Ur-Bochumer hier im Podcast. Nächste Woche Montag wird ein Ur-Heidenheimer bei uns im Podcast sein. Wer das sein wird, das verraten wir dann am Montag. Und auf jeden Fall ganz herzlichen Dank dir, Fanny. Und das wirst du aus deiner HSV-Zeit wissen. Bei uns heißt es immer, in Hamburg sagt man Tschüss. Und das heißt, in Hamburg auf Wiederhören. Tschüss, ihr beiden. Vielen Dank, war schön mit euch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.